Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Robert Franz. Mein Name ist Götz Wittneben und heute will ich mit Robert über die Wunderwirkung von Heideblüten-Tee oder insgesamt Heideblüten sprechen, gleich bei Robert Franz Gesundheits-TV. Ja, Robert, du hast ein neues Mittel mitgebracht, sozusagen, was aber natürlich uralt ist. Du erfindest ja nicht neue Sachen in dem Sinne, sondern du nimmst ja das, was da ist und erkennst ihren Wert. Ja, genau. Ich erfinde keine neuen Sachen, aber so wie ich sage, in Sachen Kräuter wird wenig gemacht, Kräutergetränke auch sehr wenig oder wenig effektive Sachen. Und ich habe mir als Ziel genommen, unsere Kinder. Ja. Die meisten Kinder sind hyperaktiv, die haben Probleme, die haben Schulprobleme, können sich nicht konzentrieren. Und da habe ich nachgeforscht in Kräuter. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Peter Kaufhold, der Phytomagister. Da sind über 500 Kräuter drin. Sind zwei oder drei Bände. Und da habe ich die Heideblüte gefunden. Ja, die Erika. Erika, genau. Und diese Heideblüte hat ganz tolle Eigenschaften. Peter Kaufhold sagt, diese Heideblüte ist sehr gut bei Hyperaktivität bei Kindern, Konzentrationsstörungen. So wie gesagt, ich habe mich mit dem beschäftigt. Ich habe auch viele Kinder, die den Tee genommen haben. Ja. Und die Effekte haben sich dargestellt, die Kinder waren ruhig, sogar ein Lehrer hat Tee gekocht, die ganze Klasse war ruhig. Und also es ist ein Tranquilizer? Ja, also, aber kein LSD und kein... Also Ruhestellung, Ritalin, das ist ja was anderes. Genau, halt auf natürliche Weise Ruhestellung und auf natürliche wahrscheinlich die Schwingungen von der Natur in sich aufnehmen, ja. Und dann ruhiger Natur sich gelassen zu fühlen und wahrscheinlich schafft es der Heideblütentee. Da habe ich gesagt, dann muss ich halt ein Getränk bringen, weil die meisten Eltern schaffen nicht für die Kinder Tee zu kochen und die wenigsten geben sich auch die Mühe. Die sind in den Alltag gefangen, wir haben eine schnelllebige Gesellschaft. Ja. Ja. Die haben zu tun, die kommen am Abend nach Hause, es wird auch nicht gefragt, ein Kind, wie es dir geht. So ich sage, Zeugnis gut oder schlecht, wird das Kind abgestempelt, irgendwo weggeschoben, dann brauchen wir Leistung. Deshalb habe ich gesagt, wenn die Eltern nicht schaffen, vielleicht schaffen wir mit Naturmitteln, die Kinder dazu bringen, dass die Kinder die Eltern beruhigen. Wollte ich gerade sagen, aber die dürfen das ja auch trinken, oder? Auf jeden Fall, genau. Ja, aber ich kann genau dem Vater mal sagen, hey, bleib mal ruhig, Junge, jetzt hör mich mal an. Weil meistens haben die Kinder gar keine Chance. Die werden einfach bombardiert, abgestempelt und weggeschickt. Ja. Und dann die Heideblüte habe ich jetzt ein Getränk gemacht. Das habe ich Heideblütli genannt. Einfach Heideblüte? Ja, Heideblüte, genau. Mhm. Einfach Heideblüte gekocht, ich weiß, ohne mit einem Stevia, wo kein Zucker dabei ist für Kinder und ist ohne zuckerfrei, ohne Konservierungsstoffe. Mhm. Und wenn wir jetzt auf den Markt bringen, ein Achterpack, okay, einen Tag bleibt vielleicht, kann der Vater trinken, das sind sieben Tage in der Woche. Mhm. Und diesen Tee kann man immer trinken, hat keine Nebenwirkungen, kann darauf getrunken werden. Ja. Und außerdem nicht nur für Kinder, für Erwachsene hat er auch ganz tolle Eigenschaften. Also was für Kinder gut ist, für Erwachsene genauso gut. Eben. Ich denke Jeder auch. Kind. Ich denke auch. Genau. Und darum habe ich diesen Tee gebracht und in einer Woche kommt er. War ein Riesenaufwand, das alles zu machen, weil du brauchst einen grünen Punkt, du brauchst alles, das muss alles stimmen und geprüft werden, Labor und wie es schmeckt. Und darum habe ich jetzt auch Glas genommen, kein Plastik, nicht, dass da Bisphenola, was auch immer, da drin sein soll. Glas ist halt, ich weiß, vielleicht wenig schwierig, ein Glasflasche mitzunehmen in den Schulranz, aber die heutigen Schultaschen sind schon stabil, da passiert nichts, wenn eine Schultasche runterfällt, da bricht kein Glas drin. Ja. Das wäre das Erste, was vielleicht eine Abneigung kriegen würde, ist ein Glas. Aber ich finde, Glas ist das beste Ding, um Kräutertees, um Natur zu bewahren. Genau wie und lässt sich wunderbar recyceln. Ja, sie wurde bei recyceln, genau. Und darum nehme ich bei meinen Produkten auch violettes Glas. Vielleicht werde ich für die Kinder auch ein violettes Glas machen. Ich werde die erste Charge kommen mit weißem Glas, aber die kriegen die Kinder auch ein violettes Glas, damit das Getränk sich viel länger hält, weil das violette Glas lässt UVA, Infrarot und eine Tomate hält ca. 6 Monate ohne kaputt zu machen. Und deshalb habe ich jetzt meine ganzen Produkte umgestellt. Nur das violette Glas? Nur das violette Glas, genau. Das ist ein spezielles Glas. So wie ich sage, der Farbe Violett auch im wirklichen Leben, da gibt es ein Buch über Schwingungen. Unser ganzer Körper arbeitet in Violett, ganze paar Organe in Orange und deshalb bin ich wahrscheinlich auch violett, weil ich so gut arbeite. Intuitiv. Ja, intuitiv. Und also ich habe violett gewählt, ohne auf einmal ist mir gekommen. Wahrscheinlich habe ich dann meine Schwingung erreicht. Also ich sage, Robert, jetzt hast du es. Und seit Jahren trage ich violett, aber ich habe bemerkt, Menschen fahren schon auf violett ab. Sie bemerken, hey, da ist was draus, was in mir vielleicht funktionieren würde. Und Farbe violett hat, glaube ich, über 27 Billionen Schwingungen pro Sekunde und rot hat 300.000. Man sieht, okay, in Farbe. Und darum habe ich auch die Vignette auch in Lila gemacht und zwei kleine Kinder draufgegeben. Und viele haben gesagt, Herr Franz, tun Sie keine Kinder, weil da passiert was, da werden Sie angeklagt. Nein, wenn ich ein Kindergetränk, da werde ich halt nicht, ich weiß, zwei, ich weiß, Hasen draufgeben oder
Deshalb, ich bin auch so, ich gehe halt meinen Weg. Und wenn einem nicht gefällt, dann muss es sich halt melden. Da werden sie wahrscheinlich ein paar melden oder auch nicht. Aber ich habe bemerkt, bei meinen ganzen Produkten, die ich war, ich habe jetzt 18 Prozesse gehabt. Okay, jetzt ist mehr oder weniger noch einer übrig geblieben. Wahrscheinlich als, um mich warm zu halten. Genau. Bei Hundefutterfirmen auch, andere Firmen sind gekommen. Ja, sie haben Namen, die ähneln mit unseren. Die Leute können nicht verlieren. Ich weiß, jeder will ein lebender Sieger sein. Nein, ich nehme auch mal Verlust. Ich verliere, wenn ich weiß, dass andere weiterbringt. Man kann nicht immer nur der Sieger sein. Nur die Leute denken nur nehmen, nehmen, nehmen und wollen nicht viel geben. Irgendwann gibst und für manche geben sogar ihr Leben, weil sie nichts dafür übrig haben oder nicht schätzen, was sie halt wert sind. Aber geben und nehmen ist wichtig, das beides zu tun. Ja, genau. Wenn man Geld, das ist die Zelle. Kommt und geht, ne? Genau. Die Zelle kann nur überleben, wenn sie aufnehmen kann und auch abgibt, und abgeben kann, wenn sie nicht mehr Platz abgeben kann. Genau. Ne? Dann ist sie, ist sie bald verstopft und tot. Ganz kurz mal als jemand, der früher eine Recyclingstation geleitet hat. Ja. Das sind ja Einwegflaschen. Ja, Einwegflaschen. Gut, dass wir den Zuschauern sagen, wenn sie die dann in die Altglassammlung gehen, in das grüne Glas. Ja, eben. Nicht weil das grüne Glas, nicht in das braune oder in das weiße, aber in das grüne Glas, weil das grüne Glas ist am flexibelsten, auch solche Farben rot oder sonst was aufzunehmen. Genau. Ja, also sie nicht haben die moderne braune. Selektiermaschine bei der heutigen Geschwindigkeit schafft keine Maschine, das, da landen immer wieder Splitter links und rechts von verschiedenen Glas. Aber ich weiß nicht, wenn das violette Glas, dann müssen wir halt eine neue Tonne für violette Glas. Im grünen Glas ist überhaupt kein verschwindet Problem. Alles. Okay. Ja, die Natur ist auch grün und wir kommen aus der Natur, verschwinden in der Natur. Also das, wie sie uns rausgespürt hat, so nimmt sie uns wieder auf. Ja, und kannst du noch ein paar Takte zu den Erfahrungen sagen, die du mit diesem Tee gemacht hast? Ja, den Tee habe ich halte schon seit 6-7 Jahren Seminare, also ich erwähne immer einen Tee und habe auch hier nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Die haben richtig Depressionen, die sind richtig depressiv und haben allerlei für Probleme, haben keinen Lebensmut mehr an sich. Und Peter Kaufold sagt sogar in seinem Buch, bei der Heideblüte, gibt neuen Lebensmut, hebt die Stimmung. Und das habe ich auch für viele Leute. Außer, dass die Leute Sonne fehlt und sie manchmal nehmen, aber durch den Heideblüten haben die Leute richtig wieder so Lebensmut bekommen. Es sind auch Haufen Stoffe drin, Quercetin und viele andere Stoffe. Ich sage, man kann ja die Natur in Stücke zerlegen, analysieren, aber man soll es so lassen. Ja. Muss man nicht. Und nee. Jeder glaubt, er muss was zerlegen und Einzelteile sind wichtig. Nein, das Ganze ist wichtig. Und wenn Tee gut tut, dann tut er eben gut. Da brauche ich keine Stiftung Warentest und was auch immer. Jeder kommt, gibt seinen Senf ab, probiert er wenig von dem Kuchen wegzunehmen. Vor allen Dingen für die Leute, was haben in der Natur davon. Genau, klar. Das ist die ganze Kampagne teurer als der Tee selber. Der Tee kostet vielleicht ein paar Cent und da wird riesen zigtausende von neuen investiert. Nimm doch die Natur an, genieß sie. Früher auch, wenn einer einen Tee gemacht hat, haben nicht fünf Ämter müssen Stempel drauf, ob gut ist oder nicht. Und heutzutage gibt es einen Brennnessel beim Zaun, kriegst du Anklage. Also das, aber ich bin wahrscheinlich der Typ, der ist jetzt, schaut den Typen da an, so richtig wie ein wilder Kerl sieht aus und der Typ hat schon was drauf und darum werde ich auch immer mein Ding geradlinig gehen. Ich nehme immer den schwersten Weg. Jeder sucht Ausweg. Nein, der schwersten Weg ist der beste und irgendwann entweder schaffst du es wieder nicht, kommt ein neuer Anlauf. Nur ich habe bemerkt, so wie ich weiß, der Robert Betz auch erzählt hat, wenn du etwas aus Freude machst, dann funktioniert es. Manche Leute machen etwas, um Geld zu verdienen, schon der erste falsche Weg und andere Leute, was auch immer, tun allerlei für Meditation, soll ich machen? Nein, ich habe alles aus Freude gemacht, egal was ich mache, mir macht Spaß. Ich bemerke, ich bin jetzt auch schon 57 sozusagen, ein alter Herr oder was, alter Knacker, glaube ich nicht. Ich hole jede Früh, packe mein Spielzeug aus, spiele am Abend, tue sie wieder rein oder manchmal lasse ich sie auch liegen. In der Früh beginne ich wieder und ich habe bemerkt, ich habe alles, was aus dem Herzen, aus dem Bauch entschieden und es hat funktioniert. Ich habe noch viele Projekte und dann sage ich, genau wie zu diesem Thema, zu der Heideblüte, werde ich auch ein Kinderschullandheim jetzt kaufen und dann werden wahrscheinlich die Kinder, die mein Schullandheim, werden auch den Heideblütli-Tee trinken. Sozusagen wenn die Eltern als genau, Grund. Oder werden auch ein paar Flaschen mit nach Hause nehmen, weil es mit auf den Weg geben und werden die Kinder auch Wissen von mir geben, Wissen mit, weil heutzutage das Ritalin ist für mich, für die Kinder das Schlimmste, was gemacht wird. Ja. 19 Tonnen, früher waren, ich weiß, ein paar hundert Kilo jetzt von Würzburg aus, das größte Stelle, ich wohne ja neben Würzburg, die tun 19 Tonnen Ritalin auf die deutschen Kinder loslassen, das 19 so wie Tonnen kleine, Ritalin? Ritalin, genau. Bundesweit 19 nur Tonnen. Nur in Deutschland? Ja, nur in Deutschland 19 Tonnen Ritalin. Das ist so wie eine kleine Atombombe, so wie Hiroshima, Nagasaki, aber halt im Kinderbereich, der wirkt sich dann nach 10, 20, 30 Jahren aus und dann staumert das unsere Gesellschaft, allerlei für Probleme hat und Jugendliche werden magersüchtig, haben kein Ziel im Leben, also das wird das Gehirn wird von klein aus zerstört. Und vielleicht mit dem Tee bringe ich so einen kleinen Beitrag, dass die Leute bemerken, Natur schlägt Chemie. So dass Chemie ist ein, ich weiß, Abzweig von der Natur, wo halt chemisch was hingestellt wird. Und darum freut mich, hat es lange gedauert, aber jetzt habe ich es geschafft. Ich lasse es auch nicht locker. Und das heißt, wann wollt ihr starten mit dem Schullandheim? Am Schullandheim jetzt, ich weiß, am Ende vom Monat, dann ab Februar. Ah,
Februar. Die Schule an deinem läuft ja schon, aber okay. Ja, also ja, ich will zusätzlich, was die Kinder dort lernen, Biber und Natur, alles, das ist im Fluss und da wird für den Forstbetrieb lernen die Kinder über Biber, da wird die Kinder, wenn ich ihnen Gesundheit beibringe, dass die Kinder von klein aus, der Kinder klein in Haus, sagt die Mama, morgen ist du der Ritalin, habe ich keine Lust mehr. Der Robert Franz sagt, mir fehlt Sonne, mir fehlt vielleicht ein paar Kindervitamine, die ich durch meine Ernährung nicht habe, ja. Und den Heideblütentee habe ich auch mitgebracht. Super. Und die können dann wählen, was sie an Angeboten oder so? Oder ja, ist das klar, so? Das ist alles genau. Mhm. Die können wählen, sie sind in der Schulklasse, die buchen schon, die wollen das und das. Manche kommen nur mit einem Thema, dann sei es ihnen gegönnt, okay. Ja. Muss lassen, aber wahrscheinlich wird das Thema Gesundheit auf jeden Fall in Vordergrund bringen, dass die Kinder schon bewusst sind. Weil unsere Generation ist eigentlich, die wird rein in ein System, die wird gechippt und geimpft, was auch immer. Finde ich mehr oder weniger in Ordnung. Aber was da ist, die Kinder wachsen ins System rein, ein Pharmasystem, der zieht die Kinder aneinander, so wie ein Sog. Mhm. Und als Erwachsene bist du schon wrack. Dann kannst du auch viel machen. Die Erwachsenen verstehe ich jetzt. Und meine Seminare kläre ich auch die Erwachsenen auf. Die wissen, was sie machen sollen in Sachen Gesundheit. Habe über 200.000 Menschen aufgeklärt. Dieses Jahr habe ich gesagt, gebe ich erst richtig Gas so. Mit meinen ganzen Seminaren. Ich habe seit voriges Jahr, seit 30. September kein Seminar mehr gehabt. 30. September, jetzt ist Oktober, November, Dezember, Januar sind 4 Monate. Ich war so wie auf Kohlen gestanden. Aber okay, waren meine Hunde sind gestorben. Sind verschiedene Sachen. Dann habe ich allerlei für Probleme gehabt, aber jetzt gebe ich richtig Gas. Ich habe gesagt, okay, das war eine Riesenaufklärung in Deutschland, ein Haufen Leute aufgeklärt, ein Haufen Menschen aufgeklärt. Mhm. So wie ich sage, das 2014, 2015 war für mich so wie ein Vorspiel. 2017 gibt es einen Höhepunkt mit was auch immer dazugehört. Und 2018 gibt es die Zigarette danach, da schaue ich an, was für Schaden hat Robert Franz angerichtet bei der Pharma und welche heile Wirkung das bei der Bevölkerung hat. Ja. Und das habe ich mir dieses Jahr, jetzt habe ich richtig auf Power, werde ich auch ganz langsam reden, so, auch bei meinen Vorträgen, weil richtig, dass die lieber weniger ist mehr. Ich rede sowieso schon ein Viertel über Gesundheit, 45 von Leben. Ja. Und die Leute verstehen es. Eigentlich müsste ich gar nicht fassen, müsste sagen, nimm das, das und das. Und sonst bin ich da. Ich kann euch meine Erfahrung sammeln oder weitergeben. Und dann das Jahr wird richtig knallen. Hast du schon ein Team zusammengestellt für Würzburg, also für das Schullandheim? Ja, oder? Das Team ist ja tot, ich übernehme sie. Ich habe gesagt, ich übernehme sie alle. Ah. Wenn sie bei mir bleiben wollen, ist in Ordnung. Wenn nicht, man kann keine Liebe mit Gewalt machen. Deshalb und die Leute werden wahrscheinlich in Ordnung auch für Tennis sein. Genau, klar. Aber ich finde es toll als Projekt für die nächste Generation. Ja. Wenn ich was habe, investiere ich in Menschen und nicht in Ferrari, was auch immer, Yachten. Ist darf man nutzen, aber muss man nicht besitzen. Genau, muss man nicht besitzen, aber okay, ich werde es halt dann besitzen, aber in dem Moment, wo du besitzt, kannst du sagen, wie es genutzt wird. Ja. Und wirst du selber auch ab und zu dort sein? Ja, ich werde auch hin. Ich hole ein paar Hunde von mir und werde hier hinkommen. Wahrscheinlich mit dem Fell, holt die Kinder, wenn ich in der Natur ist, auch ein Biotop dabei, es sind fast 8000 Quadratmeter. Es ist ein Scheibachsmühle, das ist bei Gemünden und ich finde es richtig toll. Das ist eine Bereicherung. Mhm. Ich mache Sachen, die andere nicht machen. Viele sagen, Franz, was ich mache, macht auch keiner. Ja, eben. Weil ich mich alles traue. Darf ich mal fragen, ist dir das eigentlich in die Wiege gelegt worden? Dieses Machen? Einfach machen? Ja, ich war in die Wiege gelegt. Ich war vom Kind aus schon frei. Meine Eltern haben mir keine Grenzen aufgesetzt. Ja. Obwohl ich machen war. Ja, manchmal bin ich nach Hause gekommen. Meine Mutter hat viele Fälle gegerbt. Robert, bevor du spielst, da ist ein Sack mit Schafsüße. Da musst du erst mal sie sauber machen. So. Und da war es nicht zum Spielen. Okay, manche Fälle sind halt verschwunden, damit ich schnell abhauen kann. Aber ich habe es gelernt, habe vom Kind aus schon alles gemacht und Grenze gemacht und Nikolausrouten und alles. Ich war gewöhnt, ich weiß, immer zu machen. Ja. Und das, die Erfahrung hat sich ausgezahlt. Und in der Natur draußen war ich auch immer frei. Die ganzen in Rumänien waren ja 3 Monate fern, nicht wie in Deutschland 6 oder Wochen. Da haben die Kinder 3 Monate gehabt, da war ich in der Natur. Da ist noch der Berg gekommen, sind zum Kuhstall, hat dann die Tür gerüttelt, die Kuh hat geschwind, da bist du mit Feuer raus. Und das war richtig Ding und darum wahrscheinlich erschrecke ich von gar nichts. Mich kann auch gar nicht. Und so ich sage, wahrscheinlich von Kind aus ist das nicht die Wiege gelegt, von Kind aus habe ich meine Freiheiten gehabt. Und wir mit unseren Kindern heute wird alles abgestutzt und die Kinder werden frisiert. Schöne Frisur gestellt, ins Leben geschickt, chancenlos ins Leben geschickt. Lass den Kind frei. Und so ich sage, fördert bei der Kind die Talente und nicht die Fehler. Ich habe niemals als Fehler angesehen. Egal was, ich habe mir auch nicht viel entschuldigt, wie ich was gemacht habe. Ich habe gewusst, ich mache es richtig, da brauche ich keine Entschuldigung. Damit auf dem Planeten muss ich vor niemand Rechenschaft geben. Und deshalb also wahrscheinlich das keine Zertifikate. Genau, ich brauche, so wie ich sage, Zertifikate. Der kommt ein, ich bin Fliesenleger, sei Junge. Zertifikat, weich genug Hintern abputzen, damit 3 Quadratmeter Fliesen legen. Zeig mal, ob du zeig mal, was du drauf hast. Da nützen keine, die ganze Zertifizierung, wenn nicht Menschen, die aus dem Herzen machen, aus Freude, dann nützt kein Zertifikat. Es entlädt so ein lebloses Projekt, was da ist und das irgendwann abrundet und zieht einen Haufen Leute mit. Und
Ja. Was ich noch Leuten sage, nicht versprechen Sachen, die sie nicht halten können. Wir sind imstande, Sachen zu versprechen, die wir gar nicht machen können, gibt eine riesen Enttäuschung. Nein. Das lernen ja schon die kleinen Kinder, dass die Mutter sagt, ah, so dann kriegst du nachher ein Eis. Ja, genau. Und dann mehr Schein als sein und dann kommst du der Zeit zurück. Aber irgendwann, ich sage, irgendwann wird Schmerz auch für beide Parteien oder für mehrere Parteien, die sagen. Und dann sage ich, ich will die Leute dazu bringen, dass sie selber sind. Jeder ist eigenartig und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und so wie ich sage, auf dem Planeten da, es sind 7 Milliarden Menschen, wir haben eine Anzahl von Ressourcen, die ist da, nicht mehr und nicht weniger. Wir können jetzt Kriege führen, können es versklaven oder brüderlich teilen, liegt an uns. Mhm. Aber wir lassen uns immer aufhetzen, von wem auch immer, gegeneinander ausspielen und habe ich keine Lust mehr. Und so ich sage, mit Politik, man kann viel mit Politik Leute irgendwann Bewusstsein, politisches Bewusstsein machen, aber wenn nicht die gesunden Menschen da sind, die umsetzen, machst du gar nichts. Und meine Art ist, ich werde unsere Welt verändern, indem ich die Leute zurückbringe zur Natur, sie gesund mache. Und in so einer gesunden Gesellschaft höre ich dann auf, dann genieße ich sie. Ja, aber wir werden ja im Prinzip schon in der Schule konditioniert, immer um Erlaubnis zu bitten, etwas zu tun, sogar auf Toilette zu gehen. Ja, müssen wir ja Erlaubnis bitten. Müssen aufstehen, auf die Toilette gehen oder vor Ort erledigen. Da ist das ja schon, ne? Die Kreativität der Menschen so dermaßen eingeschränkt wird, dass sie sozusagen später funktionieren. Genau, weil wir auf Systeme vertrauen. Wir brauchen keine Systeme überall. Dieses System, das ist nein. Wir sind zusammen, wir sind eine Einheit, keine Systeme. Und wir können mehr oder weniger was verstärken oder, ich weiß, schwächen, aber irgendwann dann sage ich, Kinder, Heideblütli, das neue Getränk für Kinder. Ja. Werde ich es jetzt bringen, wie es läuft, das wird. Und bekommst du es direkt aus der Lüneburger Heide? Oder ja, klar, das sind Bio-Heideblüten und ich mache es auch da im Osten, da drüben in der Firma, die macht das, die füllt es ab und habe auch gesucht, weil nicht jeder füllt auch sowas ab, wenn du mit einem Projekt kommst, die wollen gleich Millionen Flaschen, was auch immer. Ja, ja. Aber irgendwann, jeder fängt klein an und dann habe ich gesagt, lieber kleine Serie und dann... Und dann wird man das über deinen Shop bestellen? Ja, genau, man kann es nicht jetzt bestellen. Ich weiß auch im Handel, wenn Interesse da ist, weiß auch im Handel. Nicht im Discount wird man es bekommen. Genau, ich will auch nicht viel an so Projekte verdienen, wenn es 0 auf 0 rauskommt, ist für mich in Ordnung. Warum? Jeder will gewinnen. Nein, wenn es 0 auf 0... Das ist eigentlich mein Beitrag für die Kinder. Na, dass du was drauflegst, ist aber auch nicht. Nein, muss ich auch nicht drauflegen. Aber wenn es 0 auf 0 rauskommt, kann auch mehr sein. Und dann, aber ich, so wie ich sage, deine Kinder, wenn sie zum Schulhandgewerchen schenken, werde ich mitgeben. Mhm. Die kriegen, ich weiß, mein Buch, die kriegen Heideblüten. Und dann hat die Familie mal, ich weiß, eine Zeit lang zu kauen. Achso, die Blüten sind da auch positiv. Drin. Sie werden halt nicht dick dadurch, aber sie werden mental stark. Ja. Das ist Nahrung fürs Gehirn, Nahrung für die Seele. Und ohne es wieder zu zerlegen in die und die Wirkstoffe, sondern als Ganzes. Genau. Ja. Das ist eins von meinen Projekten. Darum habe ich gesagt, erst fangen wir mit Heideblüten an, damit die Leute sehen, okay, in Deutschland ist der Lüneburger Heide, wir haben Heideblüten. Und ich habe schon früher gesagt, dass Heideblüten hier für Selbstmordgedanken, für Depressionen, was kommt? Ist einer vor Japan gekommen und hat 14 Tonnen auf einmal gekauft. Wahrscheinlich hier in Japan lesen Sie auch Robert Franz, die sind selbstmordgefährdet in eine kleine Käfige, wo sie am Abend reingehen, machen die Tür zu. Von der Hundehütte kommen wieder raus oder arbeiten. Ich war auch in Japan, dann in Fukushima, wie damals mit dem Reaktor war. Da in der Nacht um 2-3 Uhr war voll Action, nicht aber bei uns Gehsteige hochklappen und Füchse gute Nacht sagen. Und wahrscheinlich haben die dort, wahrscheinlich wird es auch, vielleicht mache ich so einen kleinen japanischen Tee, so, ich weiß, Anti-Selbstmord-Tee für Japan wahrscheinlich auch der Renner. Oder? Mit Heideblüten. Ja, mit Heideblüten, das muss dabei sein, auf jeden Fall. Ja. Man kann natürlich, ich weiß, vielleicht noch Brennnessel dazugeben, das besser bewegt durch den Körper, aber ich finde es richtig toll, so eine Heideblüte und es nimmt auch Hilfe auch bei Wasser. Wenn Leute Wasser haben, sind viele Leute, die nehmen die ganze Zeit ein schwaches Herz, nehmen Furosemid, Torasemid, laut Entwässerung der Blüte, statt das Herz zu stärken. Mhm. Und Heideblüte holt Wasser vom Körper raus, sodass wenn du Heideblüten trinkst, bist du ständig auf der Toilette, dann entwässert den Körper auf natürliche Weise, nicht als Furosemid oder Torasemid. Aber es sind N&N Sachen, ich als Automechaniker verstehe es halt besser als ein Arzt. Ich werde auch niemals ein Herz runterfahren, so werde ein Herz stärken. Oder ich bin... Genau. Man sagt ja, dass, also zum Beispiel bei Knoblauch, es gibt zum Beispiel Knoblauchpillen, aber der Knoblauch insgesamt hat ja Stoffe in sich, die wieder so Inhibitoren, also sprich, ein zu viel verhindern. Und wenn man das aber nur den als Extrakt Pillen, nimmt und als Pille, dann kann der Blutdruck aber richtig in den Keller. Und so wird es wahrscheinlich genauso bei jedem Naturprodukt sein, dass ein zu viel immer schon etwas mit drin hat, dass es im guten Rahmen ist. Ja, ich weiß, von Naturstoffen kannst du nicht viel kaputt machen. Aber so ist es bei Knoblauch, wenn ich da eine Knoblauchzehe reingebe, die haben nachgewiesen, innerhalb von 30 cm Knoblauchzehe gibt es keine Bakterien, keine Keime, gar nichts. Mhm. So wird ein natürlicher Knoblauch. Tatsächlich. Hast du mal einen Versuch gemacht?
Ja, mit dem Mikroskop, da tust du den Knoblauch ringsherum, keine Keime, kannst du Knoblauch strahlt so viel aus und Ding. Da müssen wir halt, ich weiß, wo korrupte Politiker mal ein paar Knoblauchsäcke reinstellen. Vielleicht, ja. Ich weiß, verschwinden die ganzen Parasiten oder was da ist. Aber ja. Ich habe jetzt bemerkt, durch meine Arbeit, ich habe schon so viele Menschen aufgeklärt, dass es nimmt kein Ende mehr. Die Leute werden immer mehr und immer mehr das Wissen wird zum Allgemeinwissen der Bevölkerung. Und darum geht es, glaube ich. Darum geht es. Dass jeder Nutzen ist. Nicht einzelne Sachen, dass du um teurer Geld etwas kaufen musst, sondern es muss sozusagen allgemein, Darum habe ich auch zum Beispiel jetzt Volksvitamin D3 gemacht. Nicht? Vitamin D3, in Deutschland fehlt die Sonne. Ja. Ich sage, Robert, was willst du jetzt machen? Willst du weitermachen? Man mit hat mit der Nahrungsergänzungsmittelliga, die sagen, wir produzieren etwas für 6, 7, 8, 10 Euro und verkaufst du 52 oder machst du für die Bevölkerung gehst mit dem Preis. Und das D3 war der 52 Euro, billigste glaube ich 47. Was habe ich gemacht? Schon das erste Mal, weil ich meine D3 war 26 Euro. Schon die Hälfte. Ich hätte können sagen, 10 Euro, Robert ist ein toller Kerl. Nee. Aber jetzt bin ich runter, habe gemacht, Volks D3, 19 Euro. Klar, jetzt sind schon die Nächsten gekommen, die jetzt nicht 19 machen, nur billiger, toll. Aber wer hat es gemacht? Robert Franz. Hätte ich nicht den Schritt gemacht, hätten wir die nächste Jahrzehnte oder wenn ich sagen, Jahrhundert, schön weiter. Ich habe gesagt, es werden Gewinne erzählt, horrende Gewinne auf Kosten unserer Menschen. Ja. Nur Beispiel Pharma, ich als Unternehmer, jetzt bin ich halt Geschäftsführer, als Unternehmer, brauche ich für 1 Euro Investition 2,50 Euro. Mit 1 Euro stelle ich die Leistung wieder, das Produkt, 50 Cent für mich, 50 für meine Mitarbeiter, was ich noch mache, 50 für die Gesellschaft, weil ich lebe nicht im Wald. Die soll auch was davon haben, okay? Und dann, die Pharma hat Gewinne 1 zu 600.000. Bedeutet, wenn ein Pharma-Fuzzi 100 Euro investiert in Deutschland, kriegt er was? 6 Millionen zurück. Und ich frage mich, was sind diese 6 Millionen? Du, ich, mehr oder weniger, andere, brechen sich die Knochen, damit einer uns vergiftet. Nein, habe ich keine Lust mehr. Und ich sage, Pharma ist das größte Übel, was überhaupt am Planeten überhaupt erfunden worden ist. Weg mit dem Scheiß sozusagen. Ich habe auf mir wohlfühlt die Hose in der Kamera runtergezogen. Kann ich gerne nochmal machen. Muss aber nicht sein, aber sowas. Und ich habe bemerkt, was ein Mensch bewirken kann. Ich habe viele Leute aufgehört. Jeder kriegt Kraft, jeder hat keine Angst mehr. Es verfliegt die Angst und dann ist aus mit aus die Maus. Das ist das Entscheidende. Dann ist keine, genau. Das ist das angstfrei zu sein. Angst. Ja. Es gibt ja in der Pharmaindustrie regelrechte Angstkampagnen. Ja, richtig, Angstkampagnen. Ja, Kampagnen, damit Forschungsgelder, damit die Leute kaufen, in der Angst bleiben. Genau. Und was die Angst noch alles machen kann. Je mehr die älter sind, haben sie keine Potenz mehr. Ich spüre das nicht. Ja. Ich weiß nicht warum, weil ich Naturmittel nehme, aber ich habe keine Angst vom Altwerden. Ja. Also das ist auf jeden Fall nicht. Das, keine Angst vor Erfahrung. Ja. Genau. Es gibt immer einen Topf mit Farbe, wo man den Kopf reinstecken kann und leuchtet. Obwohl sowieso schon ein Bild mal mit Robert Franz so alle schwarz-weiß und Robert Franz so lila das Ding. Wow, schaut den Tippen dran. Okay. Und wie ich mich schüttel und die Tropfen so ringsherum jedes Mal patzen. Auch ein Stück Robert Franz. Ja, aber das habe ich gemacht. Ich habe mich die letzten Jahre ganz schön geschüttelt und gerüttelt. Und, die Menschen nehmen dich wahr. Ja, die Menschen nehmen mich wahr. Vielleicht geht das Schütteln und Rütteln auch weiter. Als Beispiel und viele sagen, okay, was der Robert Franz ist schon in Ordnung. Viele, jetzt bin ich auch in der Steiermark rübergesiedelt nach Österreich. Haben gesagt, Herr Franz, toll, dass Sie daher kommen. Toll, was Sie für das Land Steiermark machen. Auch toll. Dass die Leute schon finden, da kommt einer und hilft uns. Und krebsmäßig, was ich da gehört habe, hat einer gesagt, die machen auch Statistiken. Ich habe viele Seminare in der Steiermark gehalten. Es sterben nicht so viele Leute durch die Chemo. Hoppa, die Natur fängt an zu wirken. Und das gefällt mir auch noch besser. Weil die haben auch statistisch bei so vielen Leuten. So viele gestorben. Tag, Opa, langsam beginnst du zu leben und leben länger und eben, weil sie sich schützen. Ja. Das habe ich erreicht. Aber ist halt so und deshalb werde ich auch den Kanal weitermachen, den Gesundheitskanal und weiter Interviews. Und super. Ich finde es toll, dass wir zwei auch kennengelernt haben. Das machst du auch. Sendung finde ich auch. Horizonte und wir machen noch zu anderen Themen Gespräche und denke, das war schön rund. Das war Heideblüten. Und vielleicht wird es. Sag mal, das in 10 Jahren so allgemein gut, dass die Leute sich das zu Hause brauen und dann nimmst du es wieder runter. Ja, genau, wenn es Kaffee auf den Frühstück geschafft hat und allerlei für Getränke, dann kann ein Heideblütentee hat auch seine Daseinsberechtigung. Klasse. Okay. Vielen Dank, Robert. Ja, danke. Liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf das nächste Gespräch mit Robert Franz. Das war aber richtig rund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.